Das bei SpongeBob ging anders, ne? Verkackt. Aber hey, damit herzlich willkommen zum 0. Part der Pokémon Platin Randomizer Burblock. So, wir haben uns heute hier versammelt in dieser wunderschönen Gruppe, die wir hier sind, unter uns vogelliebende Menschen, denn das hier ist heute am Samstag Part 0 der Burblock. Und zwar, wozu ist dieser Part 0 da? Dieser Part 0 dient als Ankündigung dafür, dass die Burblock losgeht. Und ich bin gehypt, Alter. Ich habe sowas von Bock, diese Burblock zu spielen. Für Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, die kennen noch die Ashlock. Das hat Bock gemacht. Für Leute, die ebenfalls vielleicht nicht ganz so lange dabei sind, die kennen noch die Oras Egglock. Das hat auch mega Bock gemacht. Und nun startet nach gut 4 Jahren Existenz dieses Kanals tatsächlich das 3. große Let's Play Projekt. Sonne schieben wir mal ganz schnell weg. Das hat es nie gegeben, Usum. Jedenfalls startet die Burblock am Montag. Und am Montag kommt der original richtige erste Part der Burblock. Was mache ich dann in diesem Video? Ich möchte euch einerseits, wie gesagt, nur mal sagen, dass sie kommen wird. Am Montag wird sie losgehen. Und in diesem Video wird alles regeltechnisch erklärt, sodass ich es in den zukünftigen Parts nur noch unten in der Videobeschreibung verlinken muss. Was bedeutet, ihr werdet in den zukünftigen Parts unter dem Video eine Liste an potenziellen Pokémon sehen können. Ihr werdet die Regeln einsehen können, die ich da nochmal reinschreiben werde. Und so kann ich das alles mir für den ersten Part sparen, damit wir beim ersten Part auch gleich was machen können. So, deswegen erstmal, was ist die Platin Burblock? Die Platin Burblock ist eine Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Das heißt, wir spielen mit ganz normalen Nuzlocke-Regeln und dazu noch randomized. Der gute Pasifani hat mir nämlich eine Randomizer oder hat mir meine Platin-ROM gerandomized. Damit ich das natürlich nicht selber machen muss, da es mit den Startern ein bisschen schwierig werden könnte, weil es könnte sein, dass ich sonst x-mal tatsächlich das Spiel neu randomisieren muss, weil ich einfach keinen potenziellen Starter bekomme. Und deswegen hat der gute Pasi mir das gerandomized und hat unter allen Mons, die ich benutzen darf, zu denen wir gleich kommen, auch die Auswahl gelassen. Also was ist, er hat unter diesen Mons quasi für sich gerandomized und diese Mons dann eingestellt. Das heißt, es war absoluter Zufall. Allerdings werden die ersten drei Starter aber was im Hals. Die drei Starter jeweils auch drei Pokémon sein, die ich für den Run verwenden darf. So. Randomizer. Alle Pokémon der Gegner sind gerandomized. Die Routen-Pokémon sind gerandomized, wie man es kennt. Und dazu kommt noch, dass ab Level 40 nur noch vollentwickelte Pokémon kommen werden, was natürlich dann auch ein bisschen schwerer ist, um es dann auch wirklich zu schaffen. Man will ja auch eine Herausforderung. Und mein Hals kratzt. Ich glaube, ich war verschluckt oder so. So, was sind das genau für Regeln? Wir spielen eine ganz normale Nuzlocke. Was bedeutet, ein Pokémon, welches besiegt wurde, sowohl außerhalb als auch während eines Kampfes, ist tot und gehört in eine Box. Und darf nicht mehr für den weiteren Run verwendet werden. Zusätzlich fange ich jedes, beziehungsweise darf ich auf einer Route oder in einer Stadt oder Wasserroute oder Höhle jeweils nur ein Pokémon fangen. Da ihr gleich aber auch eine Liste aller Mons sehen werdet, die ich für diesen Run verwenden darf, das sind nämlich nicht viele, wenn man bedenkt, dass es ja glaube ich 493 Pokémon bis zur 4. Generation gibt. Und deswegen mache ich mir persönlich die Regel, ich gehe ins Gras, es kommt der erste Encounter. Wenn ich diesen ersten Encounter nicht fangen darf, habe ich einen zweiten Encounter im potenziellen. Wenn ich diesen auch nicht fangen darf, habe ich potenziell noch einen dritten Encounter, so wie ich es damals auch bei der Ashlock gemacht habe. Und wenn diese auch nicht einen Encounter ist, den ich fangen darf, dann habe ich verkackt. Also ich habe quasi drei Möglichkeiten. Allerdings sollte das erste ein Bidizer sein und das zweite auch ein Bidizer und das dritte auch ein Bidizer, habe ich trotzdem verkackt. Ich darf nur maximal dreimal. Und natürlich, sobald ein Pokémon kommt, welches ich fangen darf,
muss ich versuchen oder werde ich versuchen, das zu fangen. Und auch wenn es nicht klappt, darf ich danach nicht noch ein Pokémon auf dieser Route versuchen zu fangen. So, haben wir das schon mal geklärt, weil ich glaube, ich habe am Ende 70 Pokémon, die ich nur verwenden darf. Und da sind die Entwicklungsreihen schon mit drin. Das heißt, es sind am Ende vielleicht 40 Pokémon-Reihen, die ich verwenden darf. Und das ist halt echt wenig. Und deswegen, ja. Die Platin-Burblock wird enden, nachdem ich gegen Cynthia das erste Mal gewonnen habe. Danach gilt die Challenge als gewonnen oder natürlich Woche als verloren. Es könnte sein, dass wenn ich genug Bock habe und ihr auch noch weiter genug Bock habt, dass wir noch die After-Story spielen werden und dann auch nochmal gegen die Top 4 antreten. Aber die, ich nenne es mal, die originale Burblock in Platin wird vollendet sein oder geschafft sein, sobald Cynthia das erste Mal besiegt wurde. Und dann entscheidet sich, wie gesagt, falls ihr noch weiterhin Bock habt, denn ich bin ziemlich gehypt und ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Ich habe richtig Bock auf dieses Projekt. Dann werden wir auch noch ein zweites Mal gegen Cynthia kämpfen. So. Damit haben wir, glaube ich, die meisten Nuzlocke-Regeln tatsächlich schon drin. Ich werde mir keine Heilsachen setzen, weil ich finde, es ist schon schwierig genug. Vor allem, da viele meiner Pokémon, wie ihr gleich sehen werdet, zufälligerweise einen Flugtyp haben. Und das ist ja defensiv nicht gerade der stärkste. Deswegen könnte das ein bisschen schwierig werden. So. Zusätzlich, wie werden die Pokémon dann benannt? Die Pokémon werden, und das, da kommt ihr jetzt ins Spiel. Die Pokémon werden benannt nach aktiven Leuten unter der Burblock. Das heißt, wenn ihr dieses Projekt schaut, würde ich mich natürlich auch immer über einen Kommentar freuen. Und wenn ihr mir sehr häufig auffallt, dann werde ich euch auch benennen. Deswegen unter anderem mache ich auch diesen Part 0 quasi. Denn da kann ich mir schon mal, weil ich morgen den ersten Part aufnehme. Ich habe den ersten Part noch nicht mal aufgenommen. Das mache ich morgen am Sonntag, damit er gleich am nächsten Tag kommt. Und dann kann ich schon heute und morgen ein bisschen gucken in den Kommentaren, wer denn da so aktiv ist und richtig Bock auf diese Burblock hat. Und da werde ich mich dann auch dran halten. Ich werde auch gucken, ob ich das bezüglich den Geschlechtern ein bisschen sehen kann. Das heißt natürlich, wenn eine Dame unter diesem Video kommentiert, werde ich auch schauen, dass wenn ich ein weibliches Pokémon finde, es nach einer Dame benenne. Oder halt dann andersrum, wenn es ein männliches Pokémon ist, nach einem Boy. Das mache ich natürlich nur solange es geht. Wie ihr es vielleicht wisst, gibt es nicht allzu viele Frauen in der Szene. Ich glaube, ich habe ungefähr 5-10% weiblichen Zuschaueranteil. Von dem her gibt es da nicht so viele. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch Kommentare da lasst. Ich bin in Nuzlocke ein Weibermagnet. Ne? In Nuzlocke jedes meiner Pokémon ist weiblich. Das ist voll schlimm. Mir werden das sehr schnell die Namen ausgehen. Aber trotzdem, das heißt, aktive Leute werden dann auch benannt. Die einzige Ausnahme ist natürlich Plaudergeil. Nämlich, wenn es ein männliches Plaudergeil wird, dann wird es natürlich King Hansi sein. Wenn es ein weibliches wird, werde ich mal schauen. Aber das ist der einzige Name, den ich mir vorwegnehme. Sonst sind alle Pokémon benennbar nach aktiven Leuten in den Kommentaren. Natürlich habe ich noch irgendwas vergessen. Ich habe jetzt nicht gerade, nachdem ich das Video aufgenommen habe, noch gemerkt, dass ich ja euch voll vergessen habe zu zeigen, welche Pokémon wir benutzen dürfen. Und so habt ihr hier ein wunderschönes Bild mit allen Pokémon, die ich verwenden darf in diesem Projekt. Und ihr seht, das sind nicht nur Vögel. Wenn ich nur Vögel verwenden würde, dann hätte ich richtig verkackt, weil dann wären es ziemlich, ziemlich wenig. Deswegen habe ich die Burblock quasi, ich wollte sie jetzt keine Winglock nennen, das klingt halt doof, ich möchte bei Burblock bleiben, aber wir haben zusätzlich alle Pokémon, die Flügel haben. Das bedeutet nicht nur, also generell auch mal die Vögel sind, deswegen ist auch Dodo dabei. Dodo hat keine Flügel, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Flug-Pokémon, Vögel halt und zusätzlich noch Pokémon, die Flügel haben. Im Falle von Glurak ist es allerdings so, Glurak hat zwar Flügel und zählt deswegen zur Burblock dazu, allerdings darf ich keinen Glumanda und keinen Glutexo fangen. Es muss direkt Glurak der Encounter sein, das gleiche mit Dragoran. Dratini und Dragonir habe ich Pech, wenn die kommen. Wenn Dragoran kommt, darf ich es fangen. Und deswegen ist auch zum Beispiel sowas wie Sichlo und Cherox dabei, die haben tatsächlich auch Flügel. Dummiesel kann fliegen, Alter, wenn die einen Dummiesel bekommen, wäre das lustig. Skorgler natürlich. Ich glaube, mit die einzigen Legis, die ich verwenden darf, ist natürlich das Burb-Trio aus der ersten Generation. Ho-Oh und Lugia sind dabei. Latias und Latios sind dabei. Sowas wie Empoleon ist auch dabei, da es ein Pinguin ist. Genauso wie Logok, da es halt ein Hähnchen ist. Vatribi, Hornweisel ist auch dabei. Und ja, auch Giratina, denn es hat halt Flügel. Das heißt, es werden nicht nur Vögel sein, sondern alles, was Flügel hat. Also Celebi ist auch dabei, da Celebi eine fliegende Zwiebel ist. Deswegen, ich hoffe, versteht das, weil wenn es halt wirklich nur Vögel wären, dann streicht mal alles raus, was kein Vogel ist. Ich meine, Enteron ist halt auch eine Ente. Deswegen darf ich das tatsächlich noch verwenden.
So, aber ich hoffe, ihr seid damit d'accord. Ich habe zweimal in dem Video d'accord gesagt. Ich bin so ein richtiger Franzacke. Aber ja, hier habt ihr wie gesagt alle Pokémon, die ich in diesem Run verwenden darf. Weiter geht's mit dem Steffen und ich hoffe, der Einsatz ist jetzt nicht zu random. So, aber ich glaube, wir langsam alles durch haben. Mir fällt nicht mehr viel ein. Ich werde versuchen, jeden Tag um, sagen wir, 16 Uhr? Sagen wir 16 Uhr? Einen Part zu bringen. Dass er um 16 Uhr kommt. Vielleicht mal ja 17, vielleicht mal 18. Kommt drauf an. Zu der Uhrzeit, wo der Montag der erste Part kommt. Das wird wahrscheinlich zwischen 16 und 18 Uhr sein. Da wird dann täglich ein neuer Part erscheinen. So. Das haben wir. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Vor allem, weil ich auch noch einen Adventskalender vorhabe. Und ich glaube nicht, dass dieses Projekt in 30 Tagen vorbei ist. Das heißt, da wird dann zwei Tage, zum Teil kommen dann drei Videos an einem Tag. Ach du heilige Scheiße. Ah. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Aber ja, ich werde versuchen, jeden Tag ein Part zu bringen. Das heißt, ihr könnt euch jeden Tag abends freuen, vorm Schlafengehen nochmal den wunderschönen Part der Burblock gucken. Und an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön, wie gesagt, an den guten Parsifani, der mir diese ROM gerandomized hat, damit ich das nicht x-mal neu machen muss. Und auch, ihr seht das Logo die ganze Zeit schon im Hintergrund, ein riesen Dankeschön an den guten Badel, der mir dieses Logo und auch das Layout, was ihr dann am Montag sehen werdet, erstellt hat. Der hat das nämlich so ein bisschen unter Zeitdruck gemacht, denn ich habe ihn vor einer Woche angeschrieben und gefragt, ob er frei ist, ob er was machen kann. Und ich brauche das auch relativ fix, da ich am Montag beginnen möchte. Und er hat es hinbekommen, deswegen großes Dankeschön an dich, Badel, falls du das siehst, der Burp-Boy Badel. Ist richtig cool geworden, ich freue mich mega drauf. Ein großes Dankeschön, falls ihr natürlich in den Kommentaren auch mal irgendwie einen Kanal habt und einen Nuzlocke spielen wollt auf YouTube. Der gute Badel, der ist da bestimmt ansprechbar, wenn ihr mal ein Logo oder ein Thumbnail oder ein Layout brauchen solltet. Natürlich wird... Und habe ich den Badel oder ich habe ihn bis jetzt noch nicht, weil ich ihn gefragt habe, was er will und er wusste noch nicht, wie viel. Ihr müsst damit auch rechnen, dass der gute Badel natürlich auch etwas für die Dienste haben möchte, was absolut legitim ist für Künstler. Deswegen, wenn ihr da mit d'accord seid und was braucht, bin ich mir sicher, dass ihr Badel einfach mal antweeten könnt oder so. Deswegen, wie gesagt, ein großes Dankeschön an dich, Badel, dass du das relativ zeitnah fertig bekommen hast. Bin ich sehr froh drüber. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, jetzt gibt es nicht mehr großartig viel zu sagen. Die 10 Minuten... Fuck, ich habe die 10-Minuten-Marke. Jetzt kann ich mir anhören lassen, dass ich das auf 10 Minuten gestreckt habe. Damit sind wir am Ende. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Ich freue mich ungemein auf dieses Projekt. Ich würde mich natürlich sehr über Feedback freuen, wenn dieses Projekt sehr gut auch angeschaut wird. Und wenn ihr aktiv in den Kommentaren und auch was Bewertungen angeht, da würde ich mich natürlich auch freuen. Ich habe einfach so ultra viel Bock auf dieses Projekt und ich glaube, das wird auch ein verdammt cooles Projekt. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich würde sagen, man sieht sich dann morgen nochmal zu einem Sonntagstalk. Morgen sollte ein Sonntagstalk kommen auf YouTube, den ich streamen werde. Es wird höchstwahrscheinlich um Satire, Ironie und Zeugs gehen. Habe ich in der Vergangenheit auch ein bisschen mit rumgespielt auf dem Kanal. Und die Burblock geht dann am Montag zusätzlich mit SML los. Es kommen mittags um 12 die SML, die rutscht jetzt statt von 13 auf 12, damit ihr noch genug Zeit habt, die zu gucken. Und irgendwann dann zwischen 16 und 18 Uhr wird die Burblock dann kommen am Montag. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich bin's allemal. Bis dann.